Wie malt man eigentlich Wasser mit Alkoholmarkern? Das Video ist kein Tutorial, sondern eine Übung, zu der ich euch einfach einladen möchte, mitzumachen und euch inspirieren zu lassen, die Ideen weiterzuentwickeln, einfach Spaß zu haben, herauszufinden, wie man Wasser mit Alkoholmarkern malt. Ich benutze dafür mein allerliebstes Markerpad von Ohuhu, jede Menge blaue Alkoholmarker, verschiedene weiße Stifte, Fineliner, bunte Bleistifte und meine Swatchkarten. Vorab habe ich schon mal ein paar Vorzeichnungen mit Mikron-Feinlinern gemacht, da die eine Weile trocknen müssen, um nicht alles wieder gleich zu verwischen. Ich werde mich gleich dran versuchen nachzumalen, wie das geübte Alkoholmarker-Künstlerinnen so mit dem Wasser machen, aber vorher möchte ich erstmal meine eigene spontane Idee von Wasser zum Papier bringen. Mit spontan meine ich auch wirklich spontan. Ich habe da jetzt nicht groß drüber nachgedacht, habe das nicht stundenlang analysiert oder vorbereitet. Das ist wirklich einfach, wie schon mehrfach erwähnt, spontan drauf losgemalt. Geht vermutlich besser, aber man erkennt, was es darstellen soll. Und ich habe natürlich auch wieder massiv Probleme mit meinem Gelstift, mit dem weißen. Sogar mit zwei verschiedenen. Ich werde einfach nicht warm mit den Dingen. Es gibt so ein paar Art Supplies, mit denen stehe ich einfach auf Kriegsfuß. Und diese Jelly Roll Pens oder wie die heißen, die gehören mit dazu. Nichtsdestotrotz, man erkennt auf jeden Fall die Idee von Wasser. Für die anderen Übungen habe ich mir Vorlagen oder Inspirationen, nennen wir es mal, auf Instagram gesucht. Die erste Inspiration kommt von Cope Arts, wie das Wasser am Strand aufschäumt, wenn es da so den Sand hochläuft. Und ich muss auch dazu sagen, das sind wirklich Inspirationen, die ich mir da geholt habe. Ich habe keine Anleitungen, sondern ich muss selbst überlegen, wie ich denke, dass ich zu dem Ziel komme, was ich da vor mir sehe. Es gibt zwar auch ein Reel, was sie dazu gemacht hat, zu diesem Bild, weil sie zu fast allen Bildern, die sie malt, Reels macht. Beziehungsweise es gibt eher Reels als normale Posts. Und da habe ich auch gesehen, dass sie mit einem weißen Stift arbeitet. Aber ich dachte mir, ich male jetzt nicht erst alles blau und dann male ich mit einem weißen Stift drüber, sondern ich habe die Felder mit den größeren Lücken so vorgezeichnet und erst dann am Schluss mit einem weißen Stift drüber gearbeitet. Da hat sich dann auch wieder gezeigt, dass das reine Kopieren von einem Bild, ohne zu wissen, was man eigentlich malt, nicht immer von Vorteil ist, denn die Perspektive von dem Wasser stimmt nicht. Also wenn ich da ein Bild mitmalen würde, eine richtige Illustration, müsste ich da ein bisschen besser drauf achten. Aber so, um ungefähr so die Idee, wie man es darstellen könnte, zu kopieren, ich nenne es wie es ist, hat es eigentlich ganz gut hingehauen. Ich habe diese hellblauen Blobs dann einfach vom Rand her nach innen hin etwas dunkler gemacht und habe helle Stellen gelassen. Und am Schluss habe ich dann doch nochmal mit einem nicht Gelstift, sondern einem weißen Acrylstift nochmal so ein paar Linien, Wellen und auch ein paar weiße Stellen nochmal intensiviert. Die nächste Idee ist auch von Cope Arts. Ich habe euch hier mal ihr Reel dazu zusammengeschnitten. Das ist eigentlich ein wesentlich länger und vor allem, ich glaube, ein bisschen langsamer. Ich habe es schneller gemacht, um so ein bisschen die wichtigen Ausschnitte euch zu zeigen. Ich verlinke alles natürlich unten in der Infobox, da könnt ihr es euch auch in Ruhe angucken. Das ist jetzt ein bisschen komplexer. Ich habe versucht, das auf das Wesentliche zu reduzieren, natürlich. Ich will ja nicht das ganze Bild abmalen. Was hier dazu kommt, ist natürlich, es ist deswegen komplexer, weil wir hier eine Spiegelung haben, die kommt dazu. Und es soll eigentlich auch wieder Bewegung anzeigen, wie die Enden sich fortbewegen. Also sozusagen, wie nennt man das dann, die Gischt oder Bugwelle oder was das ist, soll ja da gezeigt werden. Und ja, da ist zum einen wieder das Problem. Ich muss natürlich so tun, als wüsste ich, was sie da macht. Also ich versuche irgendwie rauszufinden, wie ich das Wasser, das Blau hinbekomme. Wie sie die Spiegelung vom Ufer gemacht hat, das hat man einigermaßen gesehen. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob da Schritte gefehlt haben. Aber das passt sogar einigermaßen, würde ich behaupten. Allerdings ist das jetzt das Wasser, was um die Enden rum ist. Das ist wieder das Problem, wenn man ja einfach nur kopiert, was man sieht, ohne zu wissen, was man kopiert. Mir ist dann erst hinterher
eingefallen, aufgefallen, was ich da eigentlich male und was zum Beispiel auch, das kommt dann am Ende, diese weißen Spritzer vielleicht bedeuten könnten. Aber es geht ja nicht darum, dass ich am Ende ihre Bilder kopieren möchte, sondern darum auch Inspiration zu finden, wie ich Wasser darstellen möchte, um rauszufinden, was mir vielleicht gefällt oder ja, die Ideen weiterzuentwickeln. Und dazu war das auf jeden Fall auch mal interessant auszuprobieren. Vor allem gerade, ich habe noch nie sowas gemacht, wie eine Spiegelung zu malen, wie das von dem Ufer. Das fand ich wirklich interessant und eigentlich auch einfach nachzumachen, weil man einfach das Braun aus dem Ufer auf das Blau malt und dann nochmal mit Blau drüber geht, um das ein bisschen abzuschwächen. Sie hat es auch sogar in ihrem Bild dann nochmal weiter unten gemacht. Ich gehe davon aus, dass noch das umliegende Ufer oder vielleicht das, also weil sie zum Beispiel vielleicht wollte, dass das Wasser vom Grund durchscheint oder so. Also es ist eigentlich eine ganz einfache Technik, da ja ein bisschen mehr Tiefe ins Bild zu bringen. Die dritte Idee ist von Felicia Chow oder so ähnlich, also Link unten. Das Reel ist eigentlich auch viel länger und wesentlich langsamer. Hier nochmal ungefähr zusammengefasst, worum es geht. Das ist eigentlich auch eine ganz ja, witzige Idee und auch eine recht einfache. Und die Felicia Chow, die Feli, ist auch eine total tolle Künstlerin mit Alkoholmarkern, die mal total viel damit. Die malt eigentlich eher gruseligere Sachen. Also manche Sachen sind so ein bisschen weird. Das ist eigentlich nicht so mein Fall, aber die malt einfach total toll mit Alkoholmarkern. Und ich habe mich hier am Anfang ein bisschen verzettelt bei der Übung. Also ich habe ein bisschen zu arg verblendet, beziehungsweise weil ich keine Tests gemacht habe mit den Farben. Ja, waren die Farben nicht so, wie ich es wollte und habe dann ein bisschen zu krass verblendet in der ersten Ecke, wo ich angefangen habe. Der Rest lief dann ein bisschen besser. Da habe ich es auch ein bisschen lockerer genommen. Ist, wie ich finde, eine ganz einfache Idee. Man braucht ein bisschen Zeit, um das umzusetzen, weil man ja in jedes Feld, das man malt, öfter reingehen muss. Allerdings finde ich auch, das muss zum Stil des Bildes passen. Ich glaube, das passt nicht überall rein, diese Art zu malen oder diese Art Wasser darzustellen. Allerdings fand ich es so interessant, ich wollte es nochmal mit einem anderen Farbschema ausprobieren und schauen, wie das wirkt. Und ich habe auch die Idee nicht zu Ende gedacht, weil es geht ja auch darum, das vom Körper zu zeigen, das unterm Wasser liegt, wie es ja auch normalerweise ist. Man sieht das, was unter Wasser ist, in zumindest sauberem Wasser, auf einem gewissen Abstand noch. Deswegen habe ich dann in meinem zweiten Bild die Füße von den Enten dazu gemalt und die Idee halt zu Ende gedacht, weitergedacht. Zwischendurch hat mich das dritte Bild zu einer eigenen Idee, möchte ich es jetzt mal nennen, inspiriert. Das ist natürlich nicht komplett eigen, weil es ja auf der Idee von dem dritten Bild basiert. Aber ich wollte der Ente eine richtige Bugwelle malen. Ich fand halt, das ist die passende Methode, um so eine Bugwelle zu malen. Und ich dachte, ich wäre damit voll, ich habe das jetzt weiterentwickelt, die Idee. Aber dann ist mir so der Gedanke gekommen. Das war wahrscheinlich auch der Hintergrundgedanke von dem ursprünglichen Bild. Also die Idee war jetzt nicht so neu. Aber ich habe die Perspektive ein bisschen geändert und ich habe dann sogar eine Vorlage rausgesucht, um so ungefähr zu sehen, wie eine Bugwelle aussieht, wenn eine Ente so im Wasser landet. Ist jetzt nicht optimal geworden. Die Farben waren ein bisschen zu grau. Ich hätte ein bisschen bessere Farben nehmen können, dann auch mal zwischendurch die falschen erwischt, aber ich war schon stolz auf mich, dass ich die Idee weitergedacht habe. Ich bin auch echt happy damit, dass das eingetreten ist, was ich eigentlich hoffe, wenn ich so eine Übung mache, nämlich, dass ich Lust drauf habe, nicht nur was abzumalen, sondern was Eigenes zu entwickeln oder das ein bisschen weiterzudenken oder weiterzumalen und dann, dass ich dann diese Hilfestellungen nicht mehr so brauche, wie ich sie am Anfang der Übung gebraucht habe. Die Vorlage hier ist von Foxgrow Studio und das Bild ist gar kein Alkoholmarkerbild, sondern das hat die mit Gouache gemalt. Aber ich war jetzt schon inzwischen an einem Punkt, nachdem ich schon eine Weile geübt habe, dass ich gar nicht mehr Vorlagen unbedingt nachmachen wollte von Alkoholmarkerkünstlerinnen, sondern dass mir einfach die Idee der Darstellung des Wassers gefallen hat und ich einfach jetzt versuchen wollte, das mit Alkoholmarkern nachzumachen. Und dafür habe ich eine Weile gebraucht. Da sind einige Schichten türkisblau auf das Papier gewandert, aber am Ende finde ich nicht nur, dass ich dieses Bild ganz gut getroffen habe, sondern mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Ist richtig schön geworden.
Und ja, die Reihenfolge, wie ich euch die Bilder gezeigt habe, ist nicht die Reihenfolge, in der ich die Bilder gemalt habe, weil Alkoholmarker, die müssen halt ab und zu mal zwischendurch trocknen oder die Outlines müssen trocknen, deswegen bin ich ein bisschen zwischen den Bildern hin und her gesprungen. Die kleine Übung ist zu Ende. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht was draus mitnehmen. Vielleicht eine Idee für eure eigenen Bilder, wie man Wasser mit Alkoholmarkern darstellen kann. Vielleicht gefällt euch eine von den Ideen, die ich ausprobiert habe. Vielleicht habt ihr eine Idee für eigene Darstellungsweisen bekommen. Vielleicht habt ihr auch gelernt, wie ihr es nicht machen wollt. Das ist natürlich auch was. Ansonsten, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kreativsein. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.